Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Tales of Cestiria. So, wir haben einen weiteren Irisstein gefunden und den werden wir uns nun anschauen. Grüner Irisstein. Da. Oder däh. Der General von Rowlands wird offenbar degradiert. Wurde seine Armee in der Schlacht besiegt? So I guess that means that general guy was exiled? From the army? From his country? Maybe he lost a war? Just a thought. Once there had been huge crowds cheering for him. And now? It makes me wonder. There was no one at all he could turn to? That's par for the course for humans. Okay, interessant. Ich frage mich, was passieren wird, wenn wir zum Beispiel alle dieser Steine finden. Aber ich weiß gar nicht, wie viele es von diesen Steinen überhaupt gibt. naja. So, wir gehen wieder zurück. Ich werde jetzt nicht das restliche Gebiet da unten durchsuchen. Ich bezweifle, dass wir da noch irgendwas Wichtiges jetzt finden werden. Und sobald wir wieder raus sind, gehen wir dann, denke ich, erstmal wieder zurück nach Gododin. Wobei, wir könnten uns auch vom Speicherpunkt aus hätten wir uns natürlich vielleicht auch dahin teleportieren lassen können. Müssen wir mal gucken. Moment, kann ich nicht auch hier hoch? Doch, natürlich. Dann gehen wir nämlich hier lang. Hoffentlich kommen nicht so viele Monster. Ich habe keine Lust mehr auf so viele Monster. Die sind alle doof. Die kommen alle aus dem Nichts. Warte, nochmal gucken. Macht das Sinn? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Verdammt. Ich hab's zu früh. Zu früh. Warum? Ach, Mann. Na gut, dann machen wir halt doch die Monster kaputt. Bleibt uns ja nichts anderes übrig hier, ne? Ja, genau. Der zweite kommt auch direkt vorbei. Und ich sehe immer noch nichts, aber das ist ja egal. So, ich glaube, sie sind gleich tot. Sehr gut. Das ist natürlich doof, wenn man nichts sieht, aber okay, was will man machen? Moment, ich muss hier lang. Jetzt nicht noch verlaufen, das wäre schlecht. Mensch, da habe ich das. Ich wollte so elegant einfach über die Klippe hüpfen und habe den falschen Knopf gedrückt. Toll. Oh, dieses Mistvieh. Wie ich ihn hasse. Wie ich ihn einfach hasse. Das wird auf jeden Fall nicht mein Freund. Nein, nein. Mit dem werde ich nicht mehr freundlich umgehen. Ich mag ihn einfach nicht. Böses Vieh. Das kommt immer aus dem Nichts. Plötzlich ist es da und greift mich an. Keine Chance. Echt. So ein Mistvieh. Ah, okay. Wir sind jetzt draußen. Wir haben es geschafft. Ich bin gerettet. Juhu. Aber hier irgendwo am Felszackenjoch muss ja auch die Prüfung sein, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ich speichere mal eben hier. Weil wir das mit dem Egel geschafft haben. Afraids Jagdrevier und Felszackenjoch in der Mitte. Inwiefern in der Mitte? Ich werde mal so einen Trank benutzen. Heiliger Trank war das, ne?
So, und dann werden wir hier mal rumrennen. Und werden dann mal gucken, ob wir was finden. Weil eigentlich, wir sind ja jetzt hier am Felszackenjoch. Und dann in der Mitte ist der Hinweis gewesen. Bei Afraids Jagdrevier und Felszackenjoch jeweils in der Mitte stand da. Das heißt, in der Mitte muss ja was sein. Da ist die Höhle. Nee, Moment mal. Nee. Wartet mal. Da hinten ist ein Speicherpunkt. Warum ist da ein Speicherpunkt? Wahrscheinlich nur, weil hier irgendwas sein muss. Obwohl, hier ist ja was. Dieses Tiegelding und dieses Vieh. Ich glaube, das habe ich auch spaßeshalber schon einmal angegriffen. Ich hatte keine Chance. Aber wirklich absolut keine Chance. Das müssen irgendwelche mega starken Viecher sein. Die kann man nicht besiegen. Die sind unbesiegbar. So, aber die Frage ist jetzt... Moment, ich kann ja hier... Ah, wartet mal. Hier können wir ja noch weitergehen. Hier waren wir ja noch nie, ne? Genau, wenn ich mich recht erinnere, gibt es hier nämlich eine Felswand. So, jetzt gibt es die nicht mehr. Das bedeutet, wir sind jetzt wahrscheinlich auf dem guten Weg, hier irgendwas zu schaffen. Sehr schön. Ob das was ist, kann man das zerstören? Nö, kann man nicht, alles klar. Keine Ahnung, Kräuter der Felsen. Aha. Kein Gespräch darüber, auch wie schade. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich denke, wenn ich da hinten den Gang herrenne, dann komme ich zu der nächsten Prüfung. Und ich würde sagen, das machen wir dann auch einfach mal, weil wir haben eh noch 3 Prüfungen, wenn ich mich recht erinnere, die wir noch machen müssen. Dementsprechend können wir auch jetzt loslegen. Und wenigstens eine von den 3 schon machen. Wäre doch ganz cool. Ich denke nämlich, wir sind hier definitiv richtig. Sehr schön. Das sieht doch richtig gut aus hier. Obwohl, nö, vielleicht... Here they are. Na toll, vielleicht ist das auch nur ein anderer Weg gewesen, um... zurück zur Wiese des Triumphs zu kommen. Na toll. Das heißt, es hat mir jetzt gar nichts gebracht, ne? Hm. Aber wenn das doch hier irgendwo mittig sein soll. Ich weiß es nicht. Irgendwie hat mir das jetzt gar nichts gebracht, dass ich hierher gegangen bin. Deswegen laufe ich dann halt auch wieder nicht zurück, sondern ich lasse mich einfach zurück teleportieren. So, wir gehen nochmal hier in das Dorf zurück. Und dann müssen wir einfach mal gucken. Also ich mache jetzt erstmal so lange weiter, bis ich wirklich an so einen Punkt komme, wo ich sage, ey, nee, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo es weitergeht. Und dann werde ich einfach selbst privat auf die Suche gehen und dann mal gucken, was sich herausfinden lässt. Slench, is it all right for you to be up? Worry not, excitable youngster. Everything has been taken care of. Thanks to the selfless heroism of Shepherd Melfor! Shepherd, I must apologize for causing you concern. However, I am afraid I still feel unwell. Please, excuse me. He's acting strange. Did something happen? That man named Melfor was threatening the chief. I'll expose your misdeeds, you fallen pope, he said. What? How did he know? Melfor used to be a priest, and we already know the church is investigating the fake elixir. Could you explain to me the details of what's going on? I see. So the missing pope was the one producing the fake elixir. Yeah, but it was for the sake of the villagers. Slenge told Melfor the distribution route and formula for making this fake elixir.
on the condition that the church will continue to buy vermilion ore. What do you mean? So you're saying he didn't come to intimidate, but to negotiate? Yes, the church will overlook the former pope's crime. In exchange, it will gain control of the distribution channel for the fake elixir. And as the mediator, Malfour will gain prestige and credibility. So Gadadan will finally get legitimate revenue. But they're covering up a crime. And now the church itself is going to be selling fake elixir? That's just insane! Unfortunately, these things happen. Humans need money to live. That's what it comes down to. I don't suppose you're still open to blessing this village? I was thinking that the school building might work as a vessel. What do you think? Are you sure? The Pope, I mean the village chief, seems to have recognized that his time is drawing near. Even my blessing cannot forestall the inevitable. Is that why he's trying to secure a revenue stream for the village? I would like to stay a while longer and see what results his determination brings. Thank you, Forcia. You're quite welcome. The results his determination brings. Der Segen für Region Gododin wurde wiederhergestellt. Yay! Sehr schön! Wir haben es geschafft, Mensch! Wir haben einen Segen wiederhergestellt. Das muss gefeiert werden. So, weißt du, wo wir Irissteine finden könnten? Gibt es Neuigkeiten über die Mörder der Kinder? Ein ganzer Trupp arbeitet an dem Fall. Wir werden etwas finden, da bin ich mir ganz sicher. Aber jetzt müssen wir erst einmal abwarten. Okay. Ich hatte hier noch diesen Typen da. Sie sagten, er wäre bei den Gafferis-Ruinen nördlich von Pendragu. Da müssen wir ein gutes Stück wandern, aber das kriegen wir schon hin. Ja, oder wir benutzen den Speicherpunkt. Das kriegen wir auch hin. Wo ist der Speicherpunkt? Hier gibt's gar keinen. Gut, dann gehen wir einfach raus aus dem Dorf. Moment. Was bist du? Ach so, das ist meine Segenstante. Stimmt ja. So, dann könnten wir ja erstmal die Gaben einstellen. So, perfekt. Normin einstellen. Kann ich nur einen haben? Das ist aber schade. Na gut. Gegenstände anbieten. Ich habe leider nichts. Meine Gegenstände sind einfach mal nichts wert. Leider. Da ist nichts dabei, was irgendwie unglaublich viel wert wäre. Doch hier. Himbeermus. Komm, kannst du haben. Pudding, kannst du haben. Miklio kocht was Neues. Ganz bestimmt. So, drei. Ja, dann passt es doch. Nein, es reicht doch noch nicht. So, nächster Level. Schön. Okay, ich gehe aber jetzt. Ich muss gucken, wie es weitergeht. Weil eigentlich, ich meine, so langsam bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke, so, ach, irgendwie würde ich jetzt ganz gerne mal weiterkommen. Ja, wirklich. Vielleicht müssen wir doch so da auf dieses Ding. Das ist es. Das werde ich versuchen. Das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert. Vielleicht, das wäre ja, glaube ich, sogar eventuell mittig, oder? Ist das dann mittig? Ich weiß nicht, ob das mittig ist, aber wir können es ja mal einfach uns angucken. Es könnte sein, dass das dann mittig ist. Ich gehe gucken. Vielleicht, aber vielleicht wahrscheinlich eher nicht, ne? Was soll ich da? Ah. Fragen über Fragen, da war doch nur eine Kiste. Ach Gott. Aber das hier könnte doch so schön mittig sein. Hm. Also ich verstehe die Hinweise nicht.
Oder das ist da oben. Aber da komme ich doch gar nicht hin. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss da wirklich mal gucken. Oder Rose, hast du noch was zu sagen? Ja, die Wandmalerei habe ich ja gesehen. Ich habe mir das ja aufgeschrieben. Bringt mir nur nicht allzu viel, wenn ich die Orte nicht finde. Die Frage ist ja, was soll an diesen Punkten dann sein? Soll ich da buddeln? Eigentlich müsste da ja dann ein Schrein sein. Das macht hier aber irgendwie keinen Sinn, finde ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Boom. Okay, das bringt nichts. So, dann gehe ich jetzt mal noch, nicht speichern, zu diesem, wie hieß es denn jetzt noch, zu dieser Höhle, ne? Es war eine Höhle. Aber wie hieß die nochmal? War ich da noch nicht? Galada, oder nicht? Ne, Moment mal. Hä, wartet mal, jetzt müssen wir mal gucken. Wohin ist der unterwegs? Gafferys Ruinen, nördlich von Pendrago. Okay, dann reise ich jetzt erstmal nach Pendrago. Und erwartet, wir reisen hier. Da ist, glaube ich, Pendrago, ne? Eingang nach Pendrago, Gafferys Ruinen. Nehmen wir doch das. Perfekt. So. Die Frage ist jetzt, ist der da drin oder ist er nicht da drin? So, where did they say they saw the Iris gem? Whoops, I forgot to ask. I didn't really want to talk to them for long. Fine, let's find it ourselves. Maven hat gesagt, er müsse etwas bei der großen Camelot-Brücke erledigen. Zu schade, ich hatte gehofft, wir könnten uns bei einem Krug Bier entspannen. Es war eine lange Reise. Looks like it's been ransacked. Of course it has. Think of the clientele that come here. It's the looting I'm mad about. Yeah. Okay. Heißt das jetzt, er ist zur Brücke marschiert? Da komme ich ja noch gar nicht hin. Wartet, was hat sie jetzt gesagt? Es ist wirklich schwer festzunageln. Komm, greifen wir ihn an der großen Camelot-Brücke. Okay. Die große Camelot-Brücke. Also, war das nicht das, wo die Aura so schlecht war? Die Camelot-Brücke ist da hinten. Da können wir aber eben hinlaufen, denke ich. Es ist jetzt nicht so weit weg. Ach ja, wir haben noch viel zu laufen, viel zu gucken, viel zu tun und viel zu machen. Aber jetzt muss ich erstmal den Typen finden. Wahrscheinlich ist er jetzt sowieso schon wieder weg. Und ich renne dem hier hinterher wie so ein Bekloppter. So, hier ist die Camelot-Brücke. Aber hier war es eine schlechte Aura, wenn ich mich richtig erinnere. Jupp. Ganz ehrlich. Rose, ich glaube nicht, dass der hier ist. Diese Domain, sie ist überwältigend. Ich meine es todernst, Soray. Das ist zu viel für uns. Bist du sicher, dass du weitermachen willst? Okay, wir gehen lieber wieder. Wir gehen. Aber dann ist er hier nicht. Der Dovi. Wer weiß, wo der dann ist. Greifen wir ihn an der großen Camelot-Brücke. Das ist doch da. Ja, schön. Dann greife ihn dir. Los, schnapp ihn dir.
Ich schnapp ihn mir nicht. Na gut, meine Lieben, dann werde ich an dieser Stelle nun erstmal einen Cut machen. Ich werde einfach mal ein bisschen rumsuchen gehen, wo genau es nun weitergeht. Und wenn ich diesen Punkt gefunden habe, dann werde ich euch reinsteigen, beziehungsweise dann geht es dort an der Stelle im nächsten Part weiter. Bis dorthin. Tschüssi.